über den Stahl gespannt wie ein Bogen sein Körper. Fest im Griff seiner Hände das Lenkrad. Gezäunt sind die Straßen von Menschen. Chöre des Jubels schieben ihn vorwärts. Hinter sich, neben sich, schweißblumige Trikots der Kämpfer. Von Gunter Preuß in Verse geformte Faszination einer Sportart. Das traditionsreichste deutsche Straßenrennen ist dieses. Rund um Berlin. Am Kilometerstein 1, kurz hinter Zossen, trafen sich am 28. August 1896 an einem trüben, regnerischen Tag 55 Herren und eine Dame mit ihren Fahrrädern. Es war 3.30 Uhr morgens und sie hatten eine abenteuerliche Reise vor. Sie wollten per Rad rund um Berlin. Über Königs Wusterhausen, Erkner, Bernau, Oranienburg, Sommerfeld, Nauen, Potsdam, dann eine Schleife nach Jüterbock, Trebin, zurück nach Zossen, 320 Kilometer. Es goss in Strömen. Unterwegs stiegen die Fahrer in den Dörfern vom Rad, ließen sich von den Bauern Kartoffelsäcke geben, schnitten Löcher hinein und stülpten sich die Säcke über. Viele gaben auf. In Trebin ereignete sich ein Sturz. Einer der Pechvögel musste sein Rad reparieren. In der Dorfschmiede. Und der Schmiedemeister sah zu, wie der Rennfahrer den Hammer schwang. Er durfte nicht helfen. Fremde Hilfe war damals, wie noch heute, verboten. Der erste benötigte rund 17 Stunden und 30 Minuten. Ein Mann namens Gräben aus Brandenburg. Sein Konterfei auf der linken Seite. Insgesamt erreichten 11, nach anderen Berichten nur 9 Fahrer das Ziel. Das also war die Geburtsstunde von Rund um Berlin. In alten Archiven stöbern wir nach Unterlagen, nach Geschichten. In der Fachzeitschrift Radwelt, Ausgabe 1909, lasen wir: Am frühen Morgen des Renntages erfolgte die Startaufstellung, die sich keineswegs von selbst macht, da die Herren Rennfahrer zwar gewöhnt sind, ihre unteren Extremitäten, aber nicht ihren edelsten Teil, das Köpfchen, anzustrengen. Jedes kleinste Detail, obwohl es 10-mal gedruckt gestanden hat und ebenso oft der Allgemeinheit mündlich verkündet worden ist, muss manch unentwegten Fragern noch einmal auseinandergesetzt werden. Damals. 1909 starteten immerhin schon 409 Pedalritter. Die Streckenführung war zum Teil verändert und verkürzt worden. Und natürlich wieder Regen aller Wegen. In Oranienburg und Erkner waren Hauptkontrollstellen eingerichtet. Das hieß Absteigen vom Rad und Einschreiben in bereitliegende Listen. Eine notwendige Kontrolle. Denn in den Jugendjahren des Radsports wurden reichlich Tricks und Kniffe angewandt, um sich Vorteile zu verschaffen. Manche benutzten unerlaubte Abkürzungen, falsche Richtungen wurden gewiesen, sogar Nägel auf die Straße gestreut. Beim Einschreiben in die Kontrolllisten drängten sich besonders Pfiffige nach vorn, krönten ihren Namenszug mit einem kräftigen Schnörkel und brachen damit die Spitze des Bleistifts ab. Die anderen mussten warten, bis der Bleistift wieder schreibbereit war. Als die anderen hinter diesen Trick kamen, brachte jeder seinen Stift mit. Oft schnappten die Dorfköter nach den Waden der vorbeiradelnden Sportler. Verbürgt ist auch, dass in einem Dorf bei Nauen Gänse auf der Straße auftauchten und das Fahrerfeld sprengten. Kopfsteinpflaster in den Dörfern. Ackerstraßen zwischen den kleinen Orten, häufig vom Regen aufgeweicht. Von 406 Startern erreichten 172 das Ziel.
Der Ritt auf dem Rennrad rund um Berlin anno 1909 endete nach 243 Kilometern vor dem alten Schloss in Kleinmachnow. Hier hatten, wie es in einer alten Chronik heißt, die Gendarmen all ihre Kraft aufzuwenden, um Ordnung zu halten. Tausende säumten die Zielgerade. Drei Fahrer rasten heran. Nach einem gewaltigen Spurt siegte Gustav Schulze, genannt Galopp-Schulze, aus Trebin mit 3 Längen Vorsprung vor Tom Suden, während der dritte, ein Mann namens Schulten, im Laufschritt durchs Ziel eilte. Ihm war die Kette vom Rad gesprungen. Gustav Schulze aus Trebin. Jahrelang gehörte er zur Spitzenklasse. Und wenn er zum Spurt antrat, soll er seinen Konkurrenten zugerufen haben: Na los, komm mit, Galopp, Galopp! Und auch das gab es schon. Die Verquickung von Sport und Geschäft. Auch die Kommerzialisierung hat eine lange Geschichte. So sahen sie damals aus, die Ritter der Landstraße. Die Großväter und Urgroßväter der Drogan und Ludwig, der Schur und Ampler, der Kirchhoff und Huschke. Rund um Berlin zog sie an wie ein Magnet, lockend mit Torten und Spanferkel, mit Fahrradmaterial oder Urlaubsreisen, bei Prämiensports zu gewinnen. In den 20er Jahren waren die Rennfahrer in 3 Klassen geteilt. Die Berufsfahrer, auch Geldpreisfahrer genannt. Die Amateure, auch als Herrenfahrer bezeichnet. Und schließlich die Anfängerklasse. Mitglieder von Arbeitersportvereinen waren ausgeschlossen. Den ältesten noch lebenden Akteur dieses Rennens fanden wir in Berlin-Friedrichshain, den 86-jährigen Bruno Wabacek. Herr Wabacek, welche Erinnerungen sind für Sie mit Rund um Berlin verbunden? Na, also vor allen Dingen erstmal die Enttäuschung, dass ich nicht gewonnen habe. Denn ich war ja ganz auf Sieg eingestellt. Bloß zu einem ungünstigen Zeitpunkt kam ein Schwächeanfall. Und da gelangt es dann nur zum 4. Denn die Strecke war ja für damalige Begriffe ganz schön schwierig, flach, aber steinig. Wie oft haben Sie teilgenommen? 2-mal. Es war einmal, musste ich ausscheiden, wegen Kniegelenkentzündung. Da lag ich vorne mit Werner Miethle. Also wir hätten das mit Lanz bestehen können, diesen Wettbewerb. Aber es war eben die Tücke des Objekts und dann vor allen Dingen auch der Zustand. Wie war damals ein Rennfahrer ausgerüstet? Mit welchem Material? Naja, also für heutige Begriffe recht primitiv. Denn wir haben unseren Ersatzschlauch um die Schultern genommen und da hatten wir noch einen 8-Loch-Schlüssel, um nötigenfalls damit montieren zu können. Wir haben keine Flügelmuttern gehabt, wir haben keine Gangschaltung gehabt, wir haben also recht dürftige Ausstattung mitgebracht. Wie lange dauerte ein Schlauchwechsel? Na, also es musste schon ein ganz routinierter sein, wenn er es mit 2 Minuten geschafft hat. Aber dann musste er wirklich schon jeden Handgriff beherrschen. Neben den Erinnerungen, die wir hier in Ihrer Wohnung finden, was haben Sie denn noch für Bindungen zum Radsport heute? Na, also das ist die alte Liebe. Die ist genauso wie damals als Amateur, als Idealist. Auch noch heute, wenn ich vom Radsport etwas sehe oder höre, dann bin ich immer noch begeistert. Hier ein Zeitungsbericht aus dem Jahre 1923 mit der Ergebnisübersicht. 4. bei den Amateuren Bruno Wabacek. In jenem Jahr bei diesem Rennen ereignete sich ein schwerer Unfall. Adolf Huschke, ein populärer Berufsfahrer jener Zeit, Sieger bei Rund um Berlin 1911, stürzte auf der Brücke zwischen Oranienburg und Sachsenhausen durch einen Gabelbruch und verstarb an den Folgen. Ein Journalist beschrieb ihn so: Bemerkenswert, dass Huschke durchaus kein körperlich starker Fahrer ist, sondern mehr durch seine Zähigkeit und vor allem durch seinen maschinenmäßig gleichen Tritt zu den Erfolgen gelangt ist. Der Name Huschke vereint eine verzweigte Berliner Radsportfamilie. Ihr jüngster Spross ist Thomas Huschke, in allen Radsportsätteln gerecht, erfolgreich auf Straße und Bahn, vor allem als Bahnradsportler. Wie viel Huschkes waren über die Jahrzehnte bei Rund um Berlin dabei? Von den 6 Rennfahrern Huschke, die bisher irgendwo am Start waren, haben 4 teilgenommen, und zwar mein Großvater Adolf Huschke,
mein Großonkel Richard Huschke, mein Vater Gerd Huschke und ich. Währenddessen der dritte der Brüder Huschke, die erste Generation Erich Huschke, noch wenig bekannt, nie daran teilgenommen hat. Der ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Und mein Bruder Wolfgang Huschke hat meines Wissens nach auch nicht runter Berlin gefahren. Die Jahre vergingen. Mancher Rennfahrer kehrte nicht aus dem Inferno des Zweiten Weltkrieges zurück oder wurde ein Opfer des faschistischen Terrors. Städte und Dörfer versanken unter Schutt und Trümmern. Und doch wuchs neues Leben aus den Ruinen. Mit Unterstützung der sowjetischen Militäradministration hieß es bereits 1946 wieder auf zu rund um Berlin. Hier das Zeitdokument des DEFA-Augenzeugen mit dem originalgetreuen Text. Trotz der Zerstörungen der Stadt, trotz beschädigter Straßen, fand in Berlin wieder das traditionelle Radrennen statt, das vor 50 Jahren zum ersten Mal gestartet wurde. Es ist heute die 40. Wiederholung von Rund um Berlin. Der Rennfahrer Karl Wiemer berichtet Ihnen selbst von der 150 Kilometer langen Strecke. Das ist meine erste längere Reise nach Kriegsende. Wir treten emsig und Schuler erzählt dazwischen, was bei uns los ist. Die Hauptgruppe ist gesprengt. Ich führe in möglichst schnellem Tempo. Der hat Pech, muss den Reifen wechseln. Kleinig führt die dritte Verfolgergruppe an. Den Prämiensport in Langwitz gewinnt Fischer vor Schulz. Wüste Hoffmann beim Schönschreiben in die Kontrollliste. Aha, da ist ja auch die Gruppe mit Gläsel an der Spitze. Neuer Treibstoff wird getankt. Die zweite Gruppe mit Meier und Gläsel geht mit 7 Minuten Rückstand an die Weiterreise. Das Gros des Feldes ist schon weit abgeschlagen und passiert Marlow und Köpenick. Bitte rechts fahren, meine Herren. Links könnte ja jeder gewinnen. Hoffmann geht als Zweiter durchs Ziel. Ich bin schon seit 10 Sekunden da und spaziere inzwischen, aber ohne Zylinder, meinem Ruhmesgemüse entgegen. Man hat errechnet, dass bisher bei Rund um Berlin insgesamt 20.047 Kilometer zurückgelegt wurden. Das entspricht dem halben Äquatorumfang. An einem Zehntel, etwa 2.000 Kilometer, war Rudi Kirchhoff beteiligt. Ein junger Mann aus Brandenburg, den der Sport nach Berlin zog. Ja, Rund um Berlin ist meine Rennfahrerlaufbahn, hat also auch eine Tradition erreicht. Ich habe 9 Mal in den Jahren von 1949 bis 1960 teilgenommen und habe dabei also 4 Mal Rund um Berlin gewinnen können. Was war der schwerste Sieg? Ja, ich möchte sagen, in dieser doch recht erfolgreichen Serie war eigentlich der schwerste Sieg, war eigentlich Rund um Berlin 1952. 1952, es war eine Unwetterfahrt über 270 Kilometer. Regen, Hagelschauer von Anfang bis Ende. Man möge bedenken, es waren ca. 20 sogenannte Klamottendörfer zu durchfahren. Der Endspurt unserer damaligen 8-köpfigen Spitzengruppe war also in Weißensee in der Rennbahnstraße. Und ich konnte dieses Rennen also siegreich vor unserem Altmeister Erich Schulz gewinnen. Ist mir eigentlich doch die recht schönste Erinnerung von Rund um Berlin. Rudi Kirchhoff, würden Sie heute sagen, dass Rund um Berlin in Ihrer langen Rennfahrerlaufbahn und bei Ihren vielen Erfolgen, die Sie gehabt haben, einen besonderen Platz einnimmt? Ja, ich möchte sagen, doch einen besonderen Platz. Und zwar aus dem Grunde, in all den Jahren bin ich Wahlberliner geworden. Ich bin stolz darauf, heute Berliner zu sein.
und möchte sagen, rund um Berlin waren meine schönsten Erfolge und meine schönsten Erlebnisse neben den vielen, vielen anderen Radrennen international und auch bei der Friedensfahrt und auch zum Beispiel mein erster DDR-Etappensieg in Ägypten. Im Filmarchiv des DDR-Fernsehens fanden wir viele Dokumente aus der Geschichte von Rund um Berlin. In der Siegerliste häufig die Namen von Rennfahrern, die den Radsport der DDR zu hohem Ansehen verhalfen. Gustav Adolf Schur, der zweifache Weltmeister. Er gewann mit Rund um Berlin 1951 sein erstes großes Rennen. Bernhard Trefflich und Manfred Weißleder aus Weimar. Erich Schulz aus Berlin, Michael Schiffner aus Leipzig. Hans-Joachim Hartnick aus Cottbus, sie alle und viele andere triumphierten bei Rund um Berlin. Nur zweimal gelang es ausländischen Fahrern, Kranz und Schleife zu erobern. Den Belgiern Le Gros und Van der Steen. Oft gab dieser Mann den Ton an. Klaus Ampler. Allen voraus fuhr er in das Stadion an der Kantianstraße. Tausende umjubelten die Matadoren auf Stahlrössern. Sie haben fünfmal rund um Berlin gewonnen. Sie sind der erfolgreichste Teilnehmer. Wie oft sind Sie überhaupt gestartet? Also so genau kann ich das jetzt nicht sagen. Die Frage kommt für mich ein bisschen überraschend, aber ich glaube 7 oder 8 Mal. Ich habe in einigen Jahren dort ausgesetzt, weil ich Teilnehmer der Bulgarien-Rundfahrt damals war und dadurch eben in diesem Zeitpunkt nicht an dem Start sein konnte. Lag Ihnen nun diese Strecke rund um Berlin besonders? Ich muss sagen, eigentlich ja. Ich bin dort die Male, die ich am Start gewesen bin, eigentlich immer recht weit vorne platziert gewesen. 5 Mal gewonnen, ich glaube einmal sogar Vierter und dann nochmal auch noch in der ersten 10. Und ich habe die Strecke eigentlich immer sehr gerne gefahren. Und ich muss sagen, das Pflaster lag mir damals besonders gut. Das war ja eins mit unserer längsten Straßenrennen. Dann war es auch in einem Jahr 1959. Da sind Sie noch für Rostock gestartet. Da bin ich als BSG-Fahrer gestartet, für Motor Rostock, ja. Klaus Kellermann, der dann später für den ASK startete, wurde dort Zweiter. Wir waren die beiden Ausreißer, die bei diesem Wolkenbruch, kann ich mich heute noch ganz genau erinnern, in der Nähe von Bernau ausgerissen sind und dann vor dem Feld mit einer Minute fuhren und unmittelbar in den Straßen von Berlin eben das Feld sehr nah an uns rankam, aber wir uns doch noch übers Ziel retten konnten. Nur wenige konnten sich im Glanz dieser Wettfahrt spiegeln. Schließlich nahmen im Laufe der Jahre mehr als 10.000 daran teil. Auch Thomas Huschke gehörte nicht zu den Siegern. Ich habe an Rund um Berlin nur 2 Mal teilgenommen. Beides Mal am Anfang der 70er Jahre. Und wenn wir über den Erfolg dieser Aktion sprechen wollen, muss ich sagen, der war also gleich null. Das erste Mal bin ich kurz vor Berlin in der Spitzengruppe abgehängt worden, regelrecht, und kam also dann weit hinten an. Und das zweite Mal mit etwas mehr Ehrgeiz, mit etwas mehr Form, war der Erfolg auch gleich null, weil ich in Potsdam gestürzt bin. Es war recht glatt da, es hat geregnet, bei Rund um Berlin regnet es eigentlich immer, sagt man, und das hat sich auch bestätigt. Und wie gesagt, da endete für mich das Rennen, weil eben Straßenbahnschienen recht im Wehe waren, recht glatt war und ich lag auf der Nase, Rad total kaputt und fini. Impressionen vom Renngeschehen 1971.
Der Berichterstatter der Zeitung Neues Deutschland, ein anerkannter Radsportexperte, schrieb am 19. September: Dieses 65. Rund um Berlin war nicht eines der schnellsten Rennen, muss aber zu den Härteprüfungen gezählt werden, da der zunächst fallende, später strömende und dann flutende Regen von den Fahrern neben viel Energie vor allem in den Kurven auch äußerstes Fahrkönnen forderte. Thomas Huschke zählte zu den Leidtragenden. Hinzufügen wollen wir, dass in jenem Jahr der große Sieger Klaus Ampler erstmals im Begleitauto saß, als Trainer der Athleten von der DHFK Leipzig. Auch Stürze und Defekte lichteten das Fahrerfeld erheblich. Regen verhangen, auch das Ziel im Radstadion Berlin-Weißensee. Michael Milde vom TSC Berlin gewann vor den beiden Leipzigern Knispel und Reit. Warum das nun ein Huschke, wenn er eine solche Bilanz zieht? Ja, also erstens ist es natürlich klar, man kann nicht alles erreichen, was man sich vorstellt. Aber ich muss zugeben, ich hätte sehr gern mal rund um Berlin gewonnen, eben wegen dieser Familientradition. Aber naja, nun ist es nicht mehr rückgängig zu machen. Dafür waren die Erfolge dann auf der Bahn umso größer. Ja, da habe ich wenigstens das erreicht, was ich erreichen wollte. Aber es hätte die Sache schön komplettiert, muss ich zugeben. Seit Mitte der 60er Jahre wird rund um Berlin im Wesentlichen auf diesem Kurs ausgetragen. Über Werneuchen, Erkner, Wildau, Potsdam, Hennigsdorf nach Berlin-Weißensee. Auch das Bild in und um Berlin veränderte sich. Die Dorfköter ließen die Fahrer in Ruhe, auch die Gänse behinderten niemand. Aber Kurioses ereignete sich zuweilen doch noch. Die nachfolgende Geschichte erlebt und erzählt Peter Voigt 1979. 22 Kilometer Schrankenaufenthalt fürs Hauptfeld in Fredersdorf. Damit wäre jedes andere Straßenrennen entschieden, nicht dieses. Jeder Schrankenhalt wird von den anderen Gruppen auf freier Strecke nachgeholt. Doch das ist ganz neu. Das Feld kommt plötzlich der ganzen Autokolonne entgegen. In der Hektik nach dem Schrankenaufenthalt hatte das Hauptfeld die Straßenmarkierungen übersehen. Nun sind alle auf der Suche nach dem rechten Weg. Und landen in einer Sackgasse. Wieder heißt's, das Ganze kehrt. Glück in dieser Phase hat nur der Cottbusser Podeschwer, der in aller Ruhe einen Defekt beheben kann. Zumal das Peloton noch einmal in Fredersdorf hält, diesmal auf der anderen Seite der Schranke. Für diese 8 Spitzenreiter wäre zu diesem Zeitpunkt nach 30 Kilometern alles entschieden. 20 Minuten Vorsprung haben sie, 2 davon kommen auf das Konto ihrer sportlichen Leistung. Doch da tritt WA-Leiter Sommerlatte in Aktion. Sein Zeichen bedeutet das Halt für Burkhard Frese und seine Begleiter. Burkhard, ist ja jetzt eine komische Zwangspause bei Rund um Berlin, aber an sich bei Schrankenaufenthalt nichts Seltenes. Was sagt man als Rennfahrer dazu? Naja, du bist Pech, sowas. Da kann man nicht mehr so sagen. Sie haben ein paar Kilometer vorher diese Sportprämie gewonnen, eine Torte. Würden Sie sich jetzt auch ein Stück davon einpacken für das weitere Rennen? Naja, ich würde es lieber für nachher aufheben. Da kann ich es eben besser genießen. Auf dem Platz vor der Dynamo-Sporthalle wird der Start zum 75. Rund um Berlin vollzogen. Günter Teske, in den 50er Jahren selbst aktiv dabei, ist heute einer der Mitorganisatoren.
Sportjournalist bei der Berliner Zeitung. Günter Teske, was gibt es an neuen Informationen drei Tage vor dem Start? Wir können sagen, dass wir in diesem Jahr eine ausgezeichnete Besetzung haben. Und zwar wird die gesamte Spitzenklasse der DDR, das sind genau 71 Fahrer, wahrscheinlich am Start sein. Darunter alle DDR-Teilnehmer an den Weltmeisterschaften in der GSSR. Außerdem sind vier starke ausländische Vertretungen am Start. Und zwar aus der UdSSR, aus der GSSR, aus Rumänien und Bulgarien. Bulgarien zum Beispiel eine Vertretung von Levski Spartak Sofia, die praktisch identisch ist mit der bulgarischen Nationalmannschaft. Am Sonntag um 13 Uhr erfolgt der Start. Dann geht es wieder auf die lange Reise durch Dörfer und Städte, Wälder und Felder rund um unsere Hauptstadt. Wie anno 1896. Nur ganz anders, unter ganz anderen Bedingungen, von denen die Alten kaum zu träumen wagten. Zum 75. Mal rund um Berlin.